Ich muss mich zu Beginn erstmal entschuldigen, weil ich ganz viele von Ihren Studentinnen und Studenten unterrichte, ohne dass Sie es genau wissen. Auf dem YouTube-Kanal, den ich eingerichtet habe für Mathematik und Informatik mit meinen Vorlesungen und Übungen, tummeln sich auch sehr viele Leute aus der Schweiz. Und ich weiß, dass auch einige Studentinnen und Studenten der ETH auftauchen. Da weiß ich von den Kommentaren. Das ist das eine Standbein. Das andere Standbein, wie gerade schon gesagt, Udacity. Ich habe inzwischen Ende letzten Jahres einen Kurs bei Udacity veranstaltet. Der läuft immer noch. Bei Udacity sind die normalen Kurse ja nicht mehr zeitlich beschränkt, sondern laufen durch. Insofern habe ich an der Stelle MOOC-Erfahrung. Ich erzähle auch nochmal, was MOOCs sind, sicherheitshalber. Beim Begriff Massive gehen die Meinungen auseinander. Einige Leute sagen mehrere hundert Teilnehmerinnen, mindestens, ich würde sagen, mindestens 1000 Teilnehmer. Spannend wird es eigentlich erst ab 10.000, vielleicht ab 100.000, dann richtig spannend. Das sind die Größenordnungen, um die es geht. Open muss man mit Vorsicht genießen. Wie mein Vorredner schon sagte, Open heißt gratis, für Einzelpersonen gratis und heißt, man kann teilnehmen, ohne irgendeinen besonderen Abschluss vorher erworben zu haben. Heißt aber nicht Open im Sinne von Open Educational Resources. Das heißt nicht, dass man diese Videos oder die Quizzes nehmen darf und sie remixen darf, selbst weiterverwenden darf oder in der Hochschule offiziell verwenden darf. Das ist eine andere Geschichte. Erstmal heißt Open nur gratis für normale Leute. Nicht gratis für Hochschulen insbesondere und nicht gratis, um es weiterzuverwenden. Online versteht sich von selbst, ist im Web. Und Courses, es ist mehr als ein ausführlicher Wikipedia-Eintrag. Es ist auch kein komplettes Lehrbuch. Irgendwo so auf der Hälfte dazwischen mehrere Wochen typischerweise an Arbeit in so einem Kurs. Jetzt aber nochmal für alle, wie das so aussieht. Das sind jetzt einfach Screenshots aus meinem eigenen Udacity-Kurs. Die meisten MOOCs, Ex-MOOCs, ich sage gleich mehr dazu, arbeiten mit Videos, sehr viele Videos. Udacity hostet diese Videos tatsächlich auch auf YouTube. Die sind auch frei auf YouTube zu kriegen. Man muss nur wissen, wo auf dem Udacity-Channel findet man die auch alle so. Der ganze Kurs ist in Units unterteilt. Meiner hat 7 Units. Hier sieht man jetzt das erste Unit zerstückelt in kleine Abschnitte, jeweils kleine Videos, 2-3 Minuten. Hier sehen Sie, das Video hat 1 Minute 49 Sekunden. Und Quizzes dahinter, ganz viele Quizzes. Alles, was hier einen Punkt hat, ist ein Quiz. So sieht dann zum Beispiel ein Quiz aus. Das ist die einfachste Art, Quizzes zu machen, Multiple Choice. Ich sage gleich noch was dazu. Ist vielleicht nicht so didaktisch das 100% perfekte, aber ist das billigste, was man machen kann. Einfach Multiple Choice Tests. Die Benutzerin, der Benutzer hat dann hier entsprechend anzuklicken und der Rechner wertet aus, ob die Antwort richtig war oder nicht. In meinem Kurs verwende ich ganz viel Programmieraufgaben. Finde ich deutlich besser als Multiple-Choice-Tests. Bei Multiple-Choice-Tests muss man sehr raffiniert Fragen stellen, um wirklich rauszukriegen, was angekommen ist oder nicht. Wenn dagegen jemand in der Lage ist, zu programmieren, ich sage, folgendes Problem ist zu lösen, schreib du das Programm. Dann habe ich den Eindruck, dass da wirklich im Hintergrund schon sehr viel tiefes Wissen angekommen ist, wenn das gelingt. Und natürlich kann man solche Programme auch nett dann per Computer testen. Ist das Programm richtig in dem Sinne, dass es für den Satz an Eingaben jeweils vernünftige Ausgaben gibt? Ganz dicker, aber sehr untergenutzter Anteil, ich sage auch dazu gleich noch was, das Forum gehört dazu, zu jedem dieser MOOCs, eine Sammlung von Fragen, Bemerkungen, Fehlermeldungen, Anmerkungen, was auch immer sich gerade ergibt, wo ausführlich diskutiert werden kann. Was ich erzählen will, ist einerseits nochmal was zu den Initiativen, die wurden ja schon erwähnt. Wie ticken die, was ist der Modus operandi dieser Initiativen, Coursera, Udacity und Co. Dann etwas aus der persönlichen Erfahrung zur Produktion und zur Durchführung, Lessons learned sozusagen, wie läuft das ab, und Anmerkungen zur Didaktik. Nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ich letzte Woche auf den Edu-Updates gesagt habe, was ich glaube, was man besser machen müsste, unbedingt besser machen müsste und was an vielen Stellen eben einfach eine Duplikation der bisherigen Hochschullehre ist, mit allen Schwächen. Zu den Initiativen. Es hat angefangen 2008 mit den Connectivist-MOOCs. Die hießen erst nicht C-MOOCs, sondern einfach nur MOOCs. Das waren die ursprünglichen MOOCs 2008 von George Siemens und Stephen Downs, der Connectivism and Connective Knowledge MOOC. 2011 dann auch erstmal was in Deutschland, Zukunft des Lernens. Und diese C-MOOCs, Connectivist-MOOCs, darf man sich nicht vorstellen wie reguläre Hochschulkurse. Die muss man sich eher vorstellen wie ein geisteswissenschaftliches Seminar. Es treffen sich Leute
in den vereinbarten Wochen und sammeln Material aus dem Internet, machen sich Gedanken, stellen das auf irgendwelche Etherpads, stellen das auf irgendwelche, wo haben wir das hier, stellen das auf irgendwelche Wikis, twittern darüber, stellen Bilder dazu auf Flickr quer durchs Internet. Leute arbeiten zusammen, sammeln Material aus dem Internet, generieren neues Material und stellen das auch wieder an ganz vielen Stellen ins Internet zurück. Das ist, was beim CIMOOC stattfindet, Konnektivismus. Das ist nicht, weshalb wir hier sind. Wir sind hier wegen der Ex-MOOCs, die Stanford-Style-MOOCs. Das hat angefangen mit dem Kurs von Sebastian Thun und Peter Norvig über Artificial Intelligence Ende 2011 an der Stanford University. Nachdem die beiden gemerkt hatten, nachdem insbesondere Sebastian Thun gemerkt hatte, dass da extrem viel Potenzial ist, dass extrem viele Leute teilnehmen, zigtausende, gab es dann sehr schnell, Jahreswechsel 11-12, diese Firmengründungen, oder soll man sagen, diese Gründungen an Initiativen. MITx ist das eigentlich eine Firma, ist vielleicht eher eine Initiative. Udacity, MITx und Coursera. MITx hat sich Mitte letzten Jahres geöffnet für weitere Hochschulen, ist edX geworden. MITx erst vom MIT und dann ist Harvard dazugekommen. Inzwischen ist das University System of Texas dabei und andere. Und seitdem nimmt das Phänomen einen Massencharakter an. In Deutschland hat das Hasso-Plattner-Institut angefangen, OpenHPI. In Großbritannien FutureLearn, das ist eine Initiative von der Open University mit einigen anderen Universitäten aus dem Vereinten Königreich. Ein unterschätzter Player ist Academic Partnerships. Die sind in den USA schon länger bei E-Learning dabei. Die wollen jetzt auch große einsteigen an der Stelle. Eigentlich sehen die, was sie bisher als E-Learning gemacht haben, dass sie das praktisch auch als MOOC verkaufen können. Das ist sicherlich auch, was man mal diskutieren muss. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen E-Learning bisher und MOOC jetzt? Nochmal im Bilde. Udacity hat derzeit etwas um die 20 Kurse. MITx oder jetzt eben edX, die starten eigentlich gerade erst richtig durch. Da kommen dieser Tage sehr viele Kurse dazu. Der größte von allen, nach der Zahl der Kurse, ist bisher Coursera. Mehrere hundert Kurse. Was man mit Vorsicht genießen muss, die Kurse von Coursera sind getaktet. Die enden nach einer bestimmten Zeit. Also wenn die schreiben, sie haben mehrere hundert Kurse, heißt das im Zweifelsfall, sie haben mehrere hundert Kurse gemacht. Das heißt nicht, dass diese alle noch verfügbar sind. Ganz im Gegenteil. Das Hasso-Plattner-Institut ist derzeit mit 3 Kursen dabei. Das wird alles inzwischen so unübersichtlich, dass es die ersten Suchmaschinen gibt. Class Central listet 65 Kurse, das ist der Stand von gestern, listet 65 Kurse als gerade laufend oder demnächst startend. So ist die Lage. Also man braucht inzwischen Suchmaschinen, um sich durchzufinden, durch das Angebot an Kursen. Zum Modus operandi dieser Initiativen. Udacity ist eine selbstständige Firma, die bis vor kurzem keine Verträge mit Universitäten hatte, sondern nur Verträge mit einzelnen Dozentinnen und Dozenten. Mir beispielsweise. Also die chartern einzelne Leute, die dann Kurse für sie aufzeichnen, gestalten, durchführen. Neuerung ist jetzt, dass Udacity auch eine Universitätspartnerschaft hat mit der San Jose State University. Und man wird sehen, wie weit das sich da weiterentwickelt an der Stelle. Udacity produziert auf jeden Fall neu. Diese Kurse sind nicht alte Kurse verfilmt sozusagen, sondern die sind von A bis Z neu produziert. Was auch Nachteile hat, das sieht man gerade bei den frisch anlaufenden Mathematikkursen von Udacity. Dann gibt es dann erstmal seitenweise irgendwelche Fehlermeldungen im Forum, weil man eben nicht ein paar Jahre Vorlauf hatte, um die ganzen Fehler sofort erstmal im normalen Unterricht rauszunehmen. Man muss dann im Betrieb die Fehler beseitigen. Ist ein bisschen heikel. Der Vorteil ist, man hat wirklich Kurse, die auf das Medium zugeschnitten sind und auch so einiges von den didaktischen Aspekten berücksichtigen, die ich gleich erzählen werde. Coursera edX arbeiten mit Universitäten zusammen. Coursera ist eine eigenständige Firma, die Verträge mit Universitäten schließt. edX ist ein Verbund von Universitäten. Da sieht man sehr häufig existierende Kurse quasi verfilmt. Spannend ist, dass der Coursera-Vertrag irgendwann ins Internet geraten ist, weil es eine öffentliche Universität gab, ich glaube, das war Michigan, die einen Vertrag mit Coursera geschlossen hat und dadurch jemand verlangen konnte, dass dieser Vertrag öffentlich wird. Da stehen sehr interessante Dinge drin in diesem Vertrag. Link unten, googeln Sie einfach nach Michigan Coursera Contract oder sowas. Es stehen sehr interessante Dinge drin zum Geschäftsmodell von Coursera oder zu Ideen, die Coursera hat zum Geschäftsmodell. Und solche Geschichten hier, dass Coursera maximal in jedem Land die Top 5 Universitäten ansprechen wird. Mit genauer Definition, was denn diese Top 5 eigentlich sind. Was bisher anscheinend noch keiner beantworten kann, ist, wie man damit Geld verdienen soll. Der erste Gedanke, das war insbesondere einer dann von Udacity,
Aber Coursera hat inzwischen dasselbe. Personalvermittlung. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse schreibt man an, sollen wir euch nicht an Google oder an Facebook oder an Microsoft oder sonst wen vermitteln, und verlangt dann Geld, Vermittlungsgebühr von den Firmen. Das findet statt, hat stattgefunden, aber die Zahlen sind derzeit nicht so, als dass davon irgendeiner dieser Initiativen wirklich leben kann. Vielleicht entwickelt sich das noch, wird man sehen müssen. Prüfungsgebühren ist auch eher marginal, könnte man machen, als so eine Initiative, dass man sagt, der Kurs ist frei, aber wenn ihr wirklich einen richtigen Zettel haben wollt, auf dem steht, wir haben euren Ausweis geprüft und wir haben uns daneben gesetzt, dass ihr auch wirklich diese Prüfung gemacht habt, könnte man Gebühren verlangen, das findet teilweise statt. Einige Leute äußern den Verdacht, dass die Daten, die da gewonnen werden, wer kreuzt welche Antwort bei welchem Quiz an, in welcher Reihenfolge wird das abgearbeitet und wie auch immer, die Learning Analytics Daten, dass diese Daten verkauft werden könnten an Verlage und Ähnliches. Ich halte diese Daten für zu dürftig, ich sage gleich auch noch was mehr dazu, als dass man sie verkaufen kann. Und vierte Möglichkeit, Freemium, frei für alle, aber wenn ich extra Leistungen haben will, Premium, wenn ich extra Leistungen haben will, muss ich zahlen. Man könnte zum Beispiel Tutoren anstellen und dann Tutoren gegen Geld arbeiten lassen für die Leute, die zahlen. In gewisser Weise ist das, was Udacity gerade macht mit der San Jose State University. Da kann man $150 zahlen und kriegt wirklich Betreuung und nachher auch eine wirkliche Prüfung an der San Jose State University, die ganz normal gilt. Also mit schnellen Geldeinnahmen ist derzeit nicht. Kann man später Geld verdienen? Ich habe den Eindruck, dass es erstmal darum geht, einen Markt zu beherrschen. Alle hoffen, das nächste Facebook zu bauen und dann irgendwann abzusahnen. Wird man sehen müssen. Es kann auch darauf hinauslaufen, dass diese Kurse zwar frei sind für normale einzelne Studierende, aber nicht frei sind für Hochschulen. Dass man sagt, okay, wenn ihr jetzt irgendwo eine Hochschule in der weiten Welt, wenn ihr diesen Kurs nutzen wollt, dann bitte zahlen. Das mit dem Nutzen dieser Kurse an anderen Stellen findet ja schon statt. Das war zum Beispiel bei der Stanford AI Class. Dazu wurden parallel an der Uni Freiburg in Deutschland Prüfungen angeboten. Das lässt sich natürlich dann auch als Geschäftsmodell machen. Wenn andere Universitäten, andere Hochschulen diese MOOCs nutzen wollen, können sie ja Lizenzgebühren zahlen. Das sieht man an einigen Stellen, dass dieser Gedanke gedacht wird von diesen Initiativen. Was können wir sonst noch machen? Ist es einfach nur Werbung, wie bisher iTunes und Vorlesungsvideos auf YouTube, Vorlesungsvideos der Universitäten auf YouTube, das war eigentlich eher Werbung, sind es Lockvogelangebote, das ist was Academic Partnership meines Erachtens vorhat, die sagen, ihr nehmt an diesen MOOCs teil, und wenn ihr dann bei uns studiert, erkennen wir euch das an. Wenn ihr bei uns nicht studiert, Pech gehabt wahrscheinlich, es wird dann zum Lockvogel. Die Bemerkung, die eben schon kam, ist, was ich ja als nicht alt aussehen, muss man dabei sein, um nicht alt auszusehen, wäre auch ein Grund. Möchte man dabei sein, um die Welt zu verbessern? Möchte man Indien, Südamerika, Afrika, China unterrichten? Warum nicht? Das wäre ein sehr valider Grund. Und was ich noch vorschlagen möchte, Nutzung in lokalen Veranstaltungen. Was ist, wenn ich online, offline besser mische, Blended Learning, aber mit MOOCs für Propedeutika? Muss ich das erste Semester Mathematik oder was vor dem ersten Semester Mathematik kommt, ausführlich erzählen oder kann ich das einfach in einen MOOC auslagern mit guter Betreuung? Oder wie ich es anwende, Inverted oder auch Flipped Classroom. Meine Studentinnen und Studenten gucken sich Videos zu Hause an, vorher, und es gibt dann gar keine Vorlesung mehr, sondern es gibt nur noch Seminar. Wir arbeiten nur noch zusammen, lösen Aufgaben, diskutieren. Abschaffung der Vorlesung, so kann man es auch nutzen. Was habe ich gelernt, was die Produktion und die Durchführung angeht? Gut, erstmal brauchen wir ein paar Zutaten, eine Plattform. Man könnte eine ganz normale Learning Management Plattform nehmen. Ilias oder Moodle oder was auch immer. Die wirken allerdings an einigen Stellen ein bisschen antiquiert und sind vielleicht nicht so hundertprozentig zugeschnitten auf diese Geschichten. Man könnte es damit machen, wenn man es wirklich wollen würde. Udacity und Coursera haben ihre eigenen Plattformen selbst zusammengestrickt. Webbasierte Geschichten, wie man sie sich vorstellt. Irgendwo muss zumindest so eine Plattform her. Es gibt inzwischen auch Open-Source-Plattformen. Stanford hat zum Beispiel eine, die man sich einfach runterladen kann und bei sich installieren kann. Ohne so eine Plattform wird es nicht gehen. Man braucht Videos, die irgendwo aufgezeichnet werden müssen. Klar, gleich mehr dazu. Aufgabenstellungen. Was frage ich denn eigentlich in Multiple-Choice-Quizzes? Was mache ich als Programmieraufgaben? Was mache ich am Ende als Abschlussprüfung? Was mache ich vorher als Hausaufgaben? Und was
einfacher aussieht, als es ist. Wie überprüfe ich diese Quizzes, wenn es nur Multiple-Choice-Aufgaben sind? Okay, das lässt sich halbwegs machen. Wenn da Zahlen eingetragen werden müssen, lässt sich das vielleicht auch noch machen. Die Zahl liegt zwischen zwei vorgegebenen Grenzen. Das können wir noch prüfen. Was ist, wenn da halbe Texte eingegeben werden müssen? Wie prüfe ich das eigentlich? Suche ich nach Stichwörtern? Was ist, wenn da ein Aufsatz geschrieben werden soll? Es gibt inzwischen einige Kurse, insbesondere bei Coursera, bei denen versucht wird, das mit Peer Grading zu machen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gucken einander die Hausaufgaben nach. Das hat teilweise eigenwillige Qualitätseffekte, um es mal so zu formulieren. Ist ein Gedanke, ist die Frage, wie man das so einstiehlt, dass es wirklich funktioniert und die Qualität dabei nicht verloren geht. Von der Planung her, so sah das bei mir aus. Ich habe mit wirklich überlegt, in kleinen Schritten überlegt, was nehme ich an Videos auf, was mache ich an Quizzes, wie lange wird das wahrscheinlich dauern, das zu bearbeiten, quer durch den ganzen Kurs, wie man sich das vorstellt, um dann irgendwie, bei mir sind es dann jetzt eben pro Unit, auf irgendwas bei 5-6 Stunden Arbeit zu kommen. Wie man das nun im Einzelnen vorbereitet, ich kenne Leute, die wirklich Text geschrieben haben, Seite um Seite Text geschrieben haben und den dann quasi abgelesen haben. Ich persönlich bin eher grafisch orientiert, ich habe es mir aufgemalt, was ich in den Videos jeweils zeigen will und dann den Text frei dazu erfunden, während ich gemalt habe. Da muss jeder sehen, dass er nach seiner Fasson glücklich wird. Zu den Videoaufnahmen, das ist ja eigentlich sehr unanspruchsvoll, man braucht kein Fernsehstudio. Die spannende Frage ist, wie kriegt man sauberen Ton hin? Man braucht einen Raum, der halbwegs akustisch behandelt ist, dass er nicht nach Badezimmer und nicht nach Wohnzimmer klingt. Der Rest ergibt sich eigentlich von selbst. Gerade wie Udacity produziert, das haben Sie eben schon gesehen, wie Udacity produziert ist, man sieht keinen sprechenden Kopf, das macht die Sache extrem einfach, keinen Ärger mit großartiger Beleuchtung, mit Leuten, die aus dem Bild laufen und ähnlichen Geschichten oder die Krawatte nicht richtig gebunden haben. Wenn man keinen sprechenden Kopf drinnen hat, ist das Ganze extrem einfach. Udacity hat diesen Trick, dass man die Kamera hat, die die Hand filmt, dass man eine echte Hand auf der Grafik sieht, ob man das nun braucht. In meinen eigenen YouTube-Videos habe ich es nicht. Ich glaube nicht, dass man das braucht. Das macht das Ganze irgendwie lebendiger, aber ich glaube, es geht gut ohne. Und man muss berücksichtigen, dass man Videos editieren muss. Also irgendjemand, wahrscheinlich ja nicht die Lehrenden selbst, bei meinen eigenen Videos auf YouTube darf ich es selber machen, irgendjemand muss dafür zuständig sein, massiv Video zu editieren. Für jede Stunde, die nachher rauskommt als echtes Video, kann man locker 5 bis 10 Stunden Anfangsmaterial rechnen. Das muss irgendwie zusammengeschnipselt werden. Und das dauert natürlich mehrere Stunden pro Stunde Ergebnis. Irgendwer muss dafür angestellt sein, der das tun kann. Man kann das Ganze sehr schlicht handhaben. Das ist die Situation, wie ich selbst in der Vorlesung, oder nicht mehr Vorlesung, im Seminar aufzeichne, mit dem Tablet-PC, also diese alte Sorte Tablet-PC, ein Windows-Notebook mit beschreibbarem Bildschirm. Das ist, wie Udacity das macht, das ist ein Wacom-Tablet mit eingebautem Bildschirm, also ein beschreibbarer Bildschirm, den man aber an den normalen Rechner dranhängt. Das ist derselbe Typ, den auch Udacity hat. Das gibt es auch noch eine Nummer größer, die habe ich zu Hause, wenn ich selbst privat produziere, nehme ich diese Nummer größer. Eigentlich reicht das und Screen-Grabbing-Software. Und damit hat man aufgezeichnet, was auf dem Bildschirm passiert und was dazu gesagt wird. Also das reine Aufzeichnen ist relativ einfach, wenn man will. Man kann es ein bisschen weiter treiben. Das ist eine eigene Software, die ich mal geschrieben habe. Die simuliert eine schreibende Hand. Diese Hand ist einfach nur Computergrafik. Das ist ein feststehendes Foto der Hand und ein feststehendes Foto des Ärmels. Die beiden sind mit inverser Kinematik verbunden und hängen an dem Punkt, an dem gerade geschrieben wird. Ich war ja auch mal Professor für Computergrafik, insofern muss ich das mal ausprobieren. Als weiterentwickelte Version ein Bild einer Webcam, einfach nur die Webcam aus dem normalen Rechner genommen, das Bild der Webcam in den Hintergrund gestanzt und wieder die erfundene Hand, dann sieht das so aus, als ob man von hinten an eine transparente Tafel schreibt. Kann man machen, ich habe ein paar Videos von dieser Art gemacht. Also wenn Sie unbedingt sprechende Köpfe oder so haben wollen, das lässt sich auch mit billigsten Mitteln hinkriegen alles. Ich glaube nur nicht, dass sich dieser Aufwand tatsächlich lernmäßig lohnt. Ich mache es inzwischen nicht mehr so. Zur Durchführung. Irgendwer muss auf das Forum achten. Wer macht das? Die Dozenten selber oder hat man Teaching Assistants, die dafür zuständig sind und wirklich jede Stunde einmal auf das Forum gucken? Wochenende inklusive und möglichst auch hin und wieder mal abends und frühmorgens. Wer tut das? Ganz wichtig, Fehler schnell zu korrigieren. Das ist total ärgerlich, wenn da Quizzes sind, bei denen die falsche Antwort als richtig kommt oder wenn da Videos drin sind, bei denen irgendwelcher Unsinn passiert.
Man sieht es bei Udacity, insbesondere bei gerade frisch produzierten Kursen. Da muss schnell was unternommen werden. Das ist sonst für alle Beteiligten sehr peinlich und ärgerlich. Die schnellste Maßnahme, da hat Udacity eine schöne Lösung. Die schnellste Maßnahme ist, eine Anmerkung an die jeweilige kleine Einheit zu setzen, Instructor Notes. Wo man einfach dran schreibt, ups, Vorsicht, das ist missverständlich oder das ist schiefgegangen, sowas gemeint. Und dann erst ein paar Tage später ein neues Video reinstellt. Am Ende des Kurses, was gibt es dann eigentlich? Das Einfachste ist, man kann sich selbst ein PDF ausdrucken, auf dem steht, Herr, Frau sowieso haben erfolgreich an diesem Kurs teilgenommen, Unterschrift elektronisch generiert. Der Zettel ist natürlich nichts wert, schlicht und ergreifend. Es sei denn, als eigene Bestätigung, den kann man sich an die Wand hängen. Man weiß selbst, ob man ehrlich war oder nicht und kann sich darüber den Zettel freuen, aber dieser Zettel ist natürlich an keiner Hochschule irgendwas wert, man kriegt nichts dafür. Udacity und edX arbeiten mit Pearson zusammen. Die haben Testcenters über die Welt, wo man dann tatsächlich Prüfungen machen kann zu ausgewählten Kursen gegen Geld. Pearson will natürlich Geld damit verdienen. Man bezahlt seine, ich weiß jetzt nicht, $50 oder was und kann dann eine Prüfung unter Aufsicht machen und kriegt damit dann ein etwas besseres Zertifikat. Zumindest war das unter Aufsicht und mit Kontrolle des Ausweises. Coursera hat jetzt dieser Tage was Neues, was die Signature Track nennen, eine Zwischenstufe. Die wollen den Benutzer, die Benutzerin am Tippen erkennen, am Muster der Tastenanschläge biometrisch erkennen. Wir werden mal sehen müssen, ob das irgendwas Sinnvolles ist. Also wenn ich meine Aufgaben eintippe, soll das System sicherstellen, dass ich selbst meine Aufgaben eintippe, weil mein besonderes Muster der Tastenanschläge, mit welchem Timing ich meine Tasten da tippe, verglichen wird mit ein Muster, das ich vorher abgespeichert habe. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilfreich ist. Die bieten es zumindest dann demnächst an gegen Geld. Hochschulen könnten das machen, die Prüfungen. Das ist das Modell, was Udacity jetzt mit der San Jose State University hat. Die San Jose State University nimmt die Prüfungen ab und dafür gibt es dann offiziell auch einen Zettel, wenn man so will, ein Zertifikat von San Jose. Einen ganz normalen Hochschulschein. Ich hatte schon gesagt, Academic Partnerships versucht jetzt wohl gerade dieses hier, dass sie sagen, ihr könnt das MOOC machen. Es ist noch nicht ganz klar für mich, wie jetzt da eine Prüfung am Ende stattfinden soll, aber wenn ihr das gemacht habt, rechnen wir das an. Auf ein späteres Studium, bei uns, nirgendwo anders. So sieht die Durchführung aus. Die Didaktik ist für mich noch ein ganz Wunderpunkt an der Stelle. Ich glaube, es ist die Einstellung verbreitet, dass diese Ex-MOOCs, diese Stanford-Style-MOOCs, nichts anderes sind, als man nimmt seine PowerPoints, die man immer schon hatte, dann streut man ein bisschen Multiple-Choice-Tests ein und dann gibt es noch ein kleines Quantum, Epsilon, an Web 2.0 dazu, ein bisschen Forum oder was ähnliches und dann Feierabend. Das scheint an ganz vielen Stellen der Gedanke zu sein, wenn man sich Kurse anguckt dieser Art. Da ist nicht viel getan worden. Einen Unterschied zu regulären Veranstaltungen sieht man immerhin in der Länge. Bei Coursera und Co. sieht man Videos nicht von 90 Minuten und 60 Minuten, sondern Videos von 15 bis 20 Minuten und dann jeweils Quizzes dahinter. Das ist schon mal ein gewisser Fortschritt. Udacity, habe ich eben schon gezeigt, Udacity geht wirklich runter auf 2 bis 3 Minuten. 2 bis 3 Minuten Vorlesung als Video und dann kommt ein Quiz und dann wieder ein paar Minuten Vorlesung und dann kommt wieder ein Quiz. Das ist also extremst interaktiv, das Format bei Udacity. Im Verhältnis zu klassischen PowerPoint-Mitschnitten braucht man einen sprechenden Kopf oder nicht. Coursera hat den sprechenden Kopf neben den Videos, Udacity hat ihn nicht. Hin und wieder gibt es mal bei Udacity die Sektionen, in denen dann wirklich die Lehrenden zu sehen sind, aber sonst nichts zu sehen ist. Aber die normalen Videos bei Udacity sind einfach nur ein beschriebenes Blatt Papier sozusagen. Wie bei Salman Khan, ich glaube die meisten werden Khan Academy kennen, das funktioniert ja genauso. Er malt auf sein schwarzes Blatt und man sieht ihn nicht selbst. Man braucht keinen sprechenden Kopf. Ich würde sogar sagen, dass der sprechende Kopf ablenkt. Braucht man PowerPoint, wenn man wirklich aufmalt, diese Salman Khan-Lösung oder Udacity-Lösung, an einigen Stellen auch inzwischen bei Coursera zu finden, wenn ich wirklich male, zeichne, schreibe, brauche ich keinen PowerPoint. Was das Ganze sehr viel menschlicher macht, sehr viel anfassbarer macht, es ist nicht so Hochglanz. Und was mir erlaubt, Sachen im Verlauf zu zeigen, insbesondere in der Mathematik, in der Physik, in der Informatik, kann ich klarer machen, wie ich denke, was kommt zuerst. Was kommt danach? Was hängt wie zusammen? Ich radiere sogar zwischendurch auch wieder Sachen weg. Das ist alles mit PowerPoint sehr unübersichtlich. Weiter zu den Äußerlichkeiten. Macht man es auf Englisch oder nicht, wird sicherlich für Sie auch eine Frage sein, eine große Frage sein. Coursera ist natürlich auf Englisch. Udacity ist bisher auch auf Englisch. Auf Englisch erreicht man Benutzerinnen und Benutzer quer über die Welt. Das ist klar. Also hier
Australien, Brasilien. Man könnte vielleicht Kurse auf Portugiesisch veranstalten, aber das wäre schon extremer Aufwand. Also das ist ein Vorteil von Englisch. Man erreicht die gesamte Welt. Sie sehen, Afrika ist ein bisschen mager in meinem Kurs, aber im Prinzip erreicht man die gesamte Welt. Nachteil ist von der Didaktik her, man weiß aus Studien, dass Studieren in Fremdsprachen fachlich immer ein Rückschritt ist. Man hat nicht dieselbe fachliche Tiefe, wenn man in der Fremdsprache studiert. Das wäre ein Grund, Kurse tatsächlich dann auf Deutsch zu machen. Das Hasso-Platten-Institut hat zum Beispiel einen Kurs auf Deutsch. Alle hoffen, mit den MOOCs die Lehre zu automatisieren. Aber wenn man sich das anguckt, was da derzeit stattfindet, ist das nicht mal der Stand von 1960, was die Leute sich 1960 ausgedacht haben. So der Prototyp von dem automatisierten Lernen, Skinner Programmed Instruction. Selbst das wird nicht mal erreicht. Skinner hatte sich nämlich vorgestellt, dass man eine Maschine baut, die nicht Multiple-Choice-Antworten anbietet, sondern in die man selbst die Antworten eingeben muss. Man sieht keine vorgefertigten Antworten, sondern muss immer selbst was eintippen. Also das ist schon weiter als das, was wir jetzt da einfach so als Multiple-Choice mit vorgefertigten Antworten anbieten. Und die Antworten, die da kommen, führen ja normalerweise nicht in verschiedene Pfade. Auch das gibt es seit den 60er Jahren von dem Herrn Crowder. Der hatte sich das schon überlegt. Wenn jemand falsche Antwort A ankreuzt, dann kriegt er auch dazu eine Antwort. Warum ist diese Antwort A ein Problem? Was hast du wahrscheinlich falsch gemacht? Bei der Antwort B, die vielleicht auch falsch ist, gibt es wieder was Spezielles, warum die Antwort B falsch ist und so weiter. Dieses Verzweigen je nach Antwort, selbst das ist nicht eingebaut. Ich habe ein Beispiel gefunden hier, die Carnegie Mellon University in dem OLI-Projekt. Die haben einige sehr aufwendige Kurse, in denen das tatsächlich stattfindet. Man kreuzt die falsche Antwort an und dann kriegt man eine Bemerkung genau zu dieser einen falschen Antwort, was hier höchstwahrscheinlich schiefgegangen ist. Selbst das fehlt in den typischen Kursen. 68, der Kellerplan in Brasilia, auch vorgeschriebenes, geskriptetes Lernen, aber da mit dem Gedanken, wir lassen doch mal die Vorlesungen weitgehend weg und haben ganz viele Tutoren. Davon sind wir ganz weit entfernt derzeit. Also es gibt in der Historie des automatisierten Lernens oder des geskripteten Lernens ganz viele Entwicklungen, die wir nicht mal erreicht haben bisher in den MOOCs. Ein Schlagwort, Learning Analytics. Sehr viele Leute hoffen, dass man jetzt was aus diesen Daten lernen kann. Die Benutzerin hat erst die Antwort A angekreuzt, im zweiten Versuch die Antwort B angekreuzt, die dann richtig war. Und dann nach dem nächsten Video die Antwort C angekreuzt und so weiter. Kann ich aus diesem Pfad irgendwas lernen? Und nach meiner Erfahrung, nach dem, was ich bisher gesehen habe aus meinem Kurs, ist das extrem schwierig. Es ist viel einfacher für mich, einfach die Fragen und Antworten, vor allem die Fragen im Forum mir anzugucken und festzustellen, wo da was schief geht, wo die Leute auf die schiefe Bahn geraten, gedanklich. Ist viel einfacher für mich, als da jetzt diese Lernpfade nachzuvollziehen. Da wird man noch sehr viel forschen müssen, glaube ich, bis diese Learning Analytics wirklich was bringen, wenn es überhaupt funktioniert. Wer nimmt teil? Da hat Rolf Schumeister ja schon einige Sachen zu gesagt. Die meisten Leute, die teilnehmen, sehe ich bei mir, sehe ich woanders, sind Leute, die sich einfach nicht melden. Die sind angemeldet und ich weiß nicht, was die ansonsten tun. Die bleiben im Verborgenen. Das kann sein, ich gehe davon aus, muss ich sogar sagen, ich gehe davon aus, dass das alle Leute sind, die gratis Nachhilfe brauchen. Die wollen wissen, wie man jetzt das Hoyn-Verfahren implementiert oder die wollen wissen, was denn eigentlich eine partielle Differentialgleichung ist oder sowas. Und die picken sich die einzelnen Bestandteile raus und sind wieder weg. Das ist meine Vorstellung davon, wo die herkommen. Schwer zu sagen, weil die so unsichtbar bleiben. Die unerwarteten Benutzungen, Lehrende, lustigerweise, ich sehe sehr viele Lehrende auf dem Forum, die sagen, hallo, ich wollte mal vorbeigucken, wie das bei euch so funktioniert, die sich davon anscheinend inspirieren lassen wollen. Auf diese Weise kann man also schaffen, didaktische Modelle zu verbreiten. Ob gute oder schlechte didaktische Modelle, muss man dann sehen, aber auf jeden Fall hat man didaktisch eine Breitenwirkung. Und dann gibt es ziemlich weit unten in der Liste engagierte Fernstudierende, die dann wirklich schreiben, oh, ich habe schon 5 von den Kursen besucht, alle mit Bestnote abgeschlossen. Leute, die sich da wirklich reinknien und die Sachen durcharbeiten. Die gibt es in der Tat. Aber da sehe ich einen schweren Matthäus-Effekt, wie er so schön heißt. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nichts hat, dem wird genommen. Diese engagierten Fernstudierenden, das sind welche, die wirklich die Fähigkeiten dafür haben. Die haben schon eine akademische Ausbildung hinter sich, größtenteils.
Die können sich selbst motivieren, die stehen in einem Beruf, in dem sie Zeit haben, sich parallel noch fortzubilden und Ähnliches. Das ist nicht jedermann. Wenn man immer sagt, die MOOCs sind offen für jedermann, Vorsicht, das ist nicht jedermann, jeder Frau, sondern das sind Leute, die schon gewisse Vorteile genießen. Das ist immer das beeindruckendste Bild, die Schwundrate. Die wird ja auch massiv diskutiert. Das ist so schön veröffentlicht hier für diesen MIT-Exkurs Circuits and Electronics. Also mehr als 150.000 Anmeldungen. Und bis zur ersten Hausaufgabe schaffen es nicht mal die Hälfte. Problem Set 1 ist die erste Hausaufgabe, also das Ansehen, wohlgemerkt, bis zum Ansehen der ersten Hausaufgabe schafft es nicht mal die Hälfte. Einen Punkt da zu machen auf der ersten Hausaufgabe ist noch mal weniger als die Hälfte. Diese Prüfung Mitte des Semesters anzugucken wieder und so weiter. Sie sehen, das geht quasi exponentiell runter. Hier am Ende stabilisiert es sich irgendwo. Immer noch sehr beeindruckende knapp 6.000 Leute, die dann wirklich diese Abschlussprüfung machen. Also das ist ein monströs großer Kurs. Man muss noch vorsichtig sein mit diesen Hunderttausenden. Diese Hunderttausende sind ein Witz. Die meisten gucken nur mal kurz rein und sind dann auch wieder weg. Diese Riesenverluste stören eigentlich ja nicht so sehr, weil es ist gratis. Man hat auch nicht viel Zeit investiert, sei es so. Es besteht aber doch anscheinend ein Bedarf. Warum springen so viele Leute ab? Können wir diesen Bedarf tatsächlich decken? Der wichtigste Punkt da ist sicherlich Social Learning. Was wir derzeit da reproduzieren in den MOOCs, sind die übervollen Hörsäle. Und dann eben nicht nur 1.000 Leute im Hörsaal, sondern 100.000 Leute im Hörsaal. Da findet sich nun wirklich keiner mehr zurecht. Wie kann man das abfedern? Das Forum, das sehe ich insbesondere bei meinem Kurs auch, das Forum ist definitiv untergenutzt. Man könnte viel mehr Fragen stellen. Man muss die Leute, die teilnehmen, dahin trimmen, dazu verleiten, soll ich sagen, Fragen zu stellen. Allein das Stellen der Fragen hilft bei ganz vielen schon. Das ist immer erstaunlich, dass die Leute anfangen, Fragen zu stellen und dann fast schon selbst, während sie die Frage stellen, die Antwort finden. Allein nur, weil sie es mal aufgeschrieben haben. Und ein anderer schöner Effekt ist Lernen durch Lehren. Es gibt dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich quasi zu Hilfslehrern aufschwingen und dann lange Erklärungen posten. Das war eigentlich gemeint. War viel zu kurz in den Videos, das war eigentlich gemeint. Mit Screenshots aus den Videos und ausführlichen Erklärungen dazu, was ich alles ein bisschen zu kurz gemacht habe. Das hilft natürlich extrem viel, wenn man lernen will. Derjenige, der das hier aufgeschrieben hat, der hat wirklich was gelernt. Und hoffentlich die Leute, die das lesen, lernen ebenfalls was. Also ganz viele Möglichkeiten, auf so einem Forum zu lernen. Man muss nur irgendwie die Benutzerinnen und Benutzer da hinkriegen. Das ist das große Problem. Die meisten werden nicht sichtbar auf dem Forum. Udacity hat seit ein paar Wochen eine neue Oberfläche. Da gibt es dann unter jeder von dieser Mini-Einheiten sofort alle Diskussionen aus dem Forum, die dazugehören. Zu jeder Frage, zu jedem Diskussionsbeitrag gibt es automatisch immer ein Tag, ein kleines Etikett, das sagt, das gehört zu Einheit so und so viel, unter Einheit so und so viel. Und hier sind dann einfach automatisch aus dem Forum alle Fragen versammelt, die sich darauf beziehen. Das ist ein Versuch, das Forum den Leuten aufzudrängen. Wenn man feststellt, haut nicht hin, dann sehe ich hier unten sofort, oh, bei welchen anderen Leuten hat es auch nicht hingehauen. Habe ich ein ähnliches Problem. Wie aktiv ist man eigentlich? Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal nicht eine halbe Stunde pro Tag reingeguckt habe. Eigentlich gibt es ständig was zu tun auf dem Forum. Das muss man sich klar machen. Wenn man als Lehrender so einen Kurs leitet, hat man ein paar Monate eine ständige Verpflichtung, jeden Tag, Wochenende inklusive, mindestens eine halbe Stunde da mal reinzugucken, um die gröbsten Geschichten zu klären. Ein spannendes Maß für mich wäre, wenn man das mal untersuchen wollen würde, wie lange dauert es vom Stellen einer Frage bis eine brauchbare Reaktion kommt. Also nicht nur die Reaktion, ich habe deine Frage gelesen, sondern eine brauchbare Antwort oder besser noch eine Gegenfrage. Hast du mal hier geguckt? Hast du mal dieses ausprobiert? Das sollte man da mal als Maßstab untersuchen. Wie beim lokalen Studium, wir brauchen Lerngruppen offensichtlich. Diese Kohäsion von mehreren Studentinnen und Studenten, die sich quasi gegenseitig beaufsichtigen, die sich gegenseitig helfen, ist extrem hilfreich. Das kann man natürlich über solche Plattformen unterstützen. Das wird wenig gemacht bisher, aber man könnte es unterstützen. Man könnte sogar das gemeinsame Angucken von Videos unterstützen, Google Hangout. Man kann sich ja auf YouTube und auf Google Plus anmelden, um zu sagen, wir wollen mal dieses Video gemeinsam gucken, an verschiedenen Orten. Dann kann man dazu chatten oder
Selbst das ist möglich. Das ist deutlich zu wenig genutzt. Da müsste man mehr tun. Hat man Deadlines oder nicht? Udacity hat bei den normalen Kursen keine Deadlines mehr. Alle anderen haben weitgehend, Coursera und edX zumindest, haben typischerweise Deadlines. Da gab es bei Udacity dicke Diskussionen im Forum. Es gab Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gesagt haben, auf keinen Fall, das darf nicht sein. Wenn ihr die Deadlines sein lässt, die starren Fristen sein lässt, werden wir niemals mehr fertig werden mit den Kursen. Aufschieberitis, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so heißt, Aufschieberitis, Prokrastination. In Deutschland nennen wir das Aufschieberitis, das Prokrastinieren. Starre Termine helfen natürlich, fertig zu werden, weil man bis zu einem bestimmten Termin fertig sein muss. Außerdem helfen starre Termine, dass man dieses Forum thematisch fokussiert. Wenn es in der ersten Woche nur um lineare Differentialgleichungen geht, dann ist natürlich auf dem Forum auch nur was los zu linearen Differentialgleichungen und nichts über Relativitätstheorie. Und ich glaube, dass alle diese Initiativen natürlich auch sehr an die Public Relations denken. Wenn 150.000 Leute zum selben Zeitpunkt anfangen, dann hat das natürlich viel mehr Sichtbarkeit in den Medien, als wenn 150.000 Leute verteilt über ein Jahr anfangen. Ich denke, das ist auch ein Hintergedanke, den man natürlich nicht so offen äußert. Ich persönlich bin gegen Deadlines. Man hängt alle Leute ab, die nebenbei studieren. Wenn jemand nur ein paar Stunden pro Woche Zeit hat, kann die einfach nicht teilnehmen, weil sie bei den ganzen oder eher bei den ganzen Zwischenprüfungen sofort rausfällt, weil die Termine nicht eingehalten worden sind. Man kann außerdem nicht nachholen. Wenn ich nach der zweiten Einheit feststelle, ich weiß eigentlich nicht genau, was eine Ableitung ist oder ich weiß eigentlich nicht genau, was ein Integral ist und möchte das nachlernen erstmal, kann ich das nicht machen, weil ich nicht Zeit habe nachzulernen. Und natürlich allgemein das Phänomen, wenn ich Fristen setze, verleite ich die Leute einfach fertig zu werden zu der Frist. Man kopiert sich den Kram irgendwie zusammen, halb verstanden, irgendwie läuft es, egal, weg damit, Hauptsache es ist fertig. Es kommt dann nicht mehr darauf an, wenn man eine Deadline hat, es zu verstehen, sondern es kommt darauf an, fertig zu werden. Aus den Gründen würde ich lieber nicht mit Deadlines arbeiten. Dann haben wir insgesamt drei Möglichkeiten. Die harten Deadlines und dein Kurs endet dann nach so und so vielen Monaten. Das ist das typische Prinzip bei Coursera und edX. Oder man sagt, so ein Kurs ist dauerhaft verfügbar. Das ist derzeit das typische Prinzip bei Udacity. Was dann übrigens aber auch für die Lehrenden heißt, sie müssen dauerhaft das Forum betreuen. Nebenbei, denken Sie dran, bedeutet Arbeit. Man könnte ganz auf Deadlines verzichten und sagen, okay, Mastery Learning, ihr lernt, bis ihr es verstanden habt. Jedes Quiz macht ihr fertig, egal wie lange es dauert. Und wenn es Jahrzehnte dauert, jedes einzelne Quiz macht ihr fertig, kriegt ihr gelöst. Mastery Learning, kein Halbwissen, sondern ihr könnt alles. Ohne Deadlines wäre eine Möglichkeit. Oder, was ich bisher noch nirgendwo gesehen habe, selbstgewählte Deadlines, die wirken ja bekanntermaßen genauso gut wie extern gesetzte Deadlines. Selbstgewählte Deadlines, man fragt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, okay, willst du diese Aufgabe in einer Woche gelöst haben oder in einem Monat gelöst haben oder in 6 Monaten gelöst haben? Und dann halte dich dran. Das wirkt tatsächlich, aber dann hat man gleichzeitig diese flexible Staffelung. Wenn jemand wenig Zeit hat, kann der oder die dann einfach sagen, okay, ja, ich brauche doch eher einen Monat als eine Woche. Die Rockstar-Professors sind ja häufiger in der Presse. Wollen wir wirklich die Rockstar-Professors als Einzelgänger auf der Bühne? Das Schöne an den MOOCs ist, dass man Alternativen hat. Man kann endlich Teamteaching machen. Das ist ja normalerweise nicht zu bezahlen. 2 Profs im selben Raum ist eben normalerweise doppelt so teuer wie eine Professorin, ein Professor zurzeit. Mit MOOCs ist das machbar. Warum nicht? Warum kein Teamteaching? Ich finde das sehr erfrischend. Man kann sich die Bälle zuspielen, man hat eine Kontrolle, fachlich wie didaktisch, wird viel zu wenig darüber nachgedacht. Und man kann Leute aus dem wahren Leben holen, hier zum Beispiel Herrn Haynes von Autodesk, der eben Computergrafik mal nicht aus akademischer Sicht erzählt, sondern als jemand, der die Programme schreibt, mit denen normale Leute Computergrafik machen. Der muss es wissen, aber der hätte keine Zeit, mal ein Semester an eine Hochschule zu kommen. Mit einem MOOC geht das, der kann einfach mal 2-3 Wochen so ein Ding aufnehmen, hat er ja getan, und dann ist gut. Und das dann aus der Ferne betreuen. Also man kann Leute reinholen in die Hochschule, in die Hochschullehre, die sonst sehr schwierig zu haben wären. Die Aha-Momente. Die meisten Erklärungen, die ich sehe, oder nein, ich sollte sagen, die meisten Videos, die ich sehe, sind Erklärungen, die den Aha-Moment kaputt machen.
Die erklären zu viel. Ich fände es viel sinnvoller, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinzuführen, dass sie selbst Sachen entdecken. Discovery Learning. Das geht dann mit den Quizzes weiter, dass man bei Quizzes nicht einfach nur dumm Fakten abfragt, sondern Quizzes so baut, dass wirklich nachgedacht werden muss. Das gibt auch Ärger, das sehe ich auf den Udacity-Foren. Wenn man da zu tiefe Quizzes fragt, dann gibt es auch Leute, die streiken und sagen, das ist jetzt aber nicht so hübsch, ich verstehe überhaupt nichts. Das war zu schwierig. Ein sokratischer Ansatz, kann ich Fragen stellen, statt Erklärungen zu geben? Das ist Rosalind über Bioinformatik. Das ist eigentlich eine Sammlung an Aufgaben, vernetzte Aufgaben. Und gar nicht so sehr Erklärungen und dann Aufgaben dazu. Wie wäre es, nur noch Aufgaben zu haben, nur noch Fragen zu stellen? Ich plädiere dafür, das Curriculum zu entschlacken. Es sind ganz viele alte Geschichten drin, die wir nicht brauchen. Man muss Sachen nicht erzählen, nur weil sie jahrzehntelang erzählt worden sind. Und vor allen Dingen sollte man Sachen verbinden. Nicht wie in der Bento-Box alles so einzeln präsentieren, sondern mit den MOOCs haben wir mal die Chance, all das hinter uns zu lassen und was Vernünftiges zu machen. Problembasiert, projektbasiert, so ist mein Kurs auf Udacity aufgebaut. Es geht um, wie bringe ich Apollo 13 zurück mit Hilfe von Simulationen, wie simuliere ich die Wirksamkeit von Moskitonetzen, wie viele Fische darf man fischen, bevor die aussterben, wie funktioniert ABS und ähnliche Geschichten. Das ist nicht der klassische Differentialgleichungskurs. So, Existenz und Eindeutigkeit und dann machen wir mal lineare homogene Differentialgleichung und dann lineare inhomogene, sondern das ist ganz anders strukturiert. Es kommen die wichtigen Sachen vor, aber sie kommen ganz anders vor. Sie kommen im Zusammenhang vor, auch im Zusammenhang der Fächer. Das geht quer von Physik bis Psychologie. Innerhalb einer einzigen Einheit, das hier ist die zu Antiblockiersystemen, innerhalb einer einzigen Einheit geht es querbeet durch alle Fächer durch. MOOCs würden uns mal erlauben, all das zu machen. Vielleicht auch mit externen Expertinnen und Experten, die genau solche Themen dann einbringen. Und abschließend. Habe ich am Ende eine Note? Ich mache eine Prüfung und kriege eine Note. Wir wissen alle, was für ein Ärger das macht und wie abstrus das ist. In der Prüfung muss ich Gruppenarbeit verbieten. In der Prüfung muss ich Internetzugriff verbieten. Und Taschenrechner darf dann auch nur der ohne Computeralgebra-System sein oder was auch immer. Prüfungen sind extrem artifiziell. Und dafür soll ich dann eine Note geben und die steht auf dem Zeugnis. Ist das sinnvoll? Vielleicht können wir uns auch davon lösen. Mit MOOCs, man hat es ja am Anfang schon gesehen, mit MOOCs gibt es das Problem, wie kann ich eigentlich prüfen? Wie kann ich eigentlich normale Hochschulprüfungen in diesem elektronischen Rahmen veranstalten? Wir könnten auch einfach sagen, okay, wir lassen das einfach sein, wir vergessen die normalen Hochschulprüfungen und sagen einfach, während dieser Kurs bearbeitet wird, sammeln die Leute Projektarbeiten an. Oder das Ziel des ganzen Kurses ist, sogar so eine Projektarbeit zu erstellen und diese Projektarbeit wird veröffentlicht als Portfolio. Das machen die Künstler, Musiker schon länger, das ist hier vom Columbia College in Chicago. Die haben eine Webseite, wo sich alle Absolventinnen und Absolventen vorstellen können, mit eigenen Arbeiten, aus der künstlerischen Ecke. Für Udacity hat es ein Student gebaut, dass sich die Absolventen, in Anführungszeichen, von Udacity mit Projekten vorstellen können. Braucht man dann noch Noten? Und dann ist dieses ganze Thema mit den rechtsgültigen Prüfungen auch erledigt, indem man da keine Noten mehr hat. Fazit. Die Frage war, bessere Lehre durch bessere MOOCs. Auf jeden Fall können wir bessere MOOCs machen. Ausrufezeichen. Der Produktionsaufwand, das habe ich gelernt, der Produktionsaufwand von so einem MOOC ist machbar. Vor 10 Jahren hätte man gedacht, so einen Kurs zu produzieren, da ist man locker 1 Million Euro los. Von dem Niveau sind wir inzwischen weit entfernt. Wir liegen weit darunter, irgendwo 5-stelligen Zahlen irgendwo. Das ist machbar. Aber ich würde ganz schwer darauf dringen, dass wir die Didaktik neu denken und dass wir die Inhalte neu denken und nicht einfach bestehende Kurse nehmen und in dieses neue Format propfen, quasi Vorlesungen abfilmen und dann noch ein paar Quizzes einstreuen. Das sollte es nicht sein. Und ganz dringend nötig ist mehr Vernetzung. Irgendwie müssen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu kriegen, mehr miteinander zu reden. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Die lernen am meisten, wenn sie sich gegenseitig unterrichten. Das ist ganz deutlich zu wenig genutzt. Und ich sehe neue Anwendungen. Zum Beispiel in Inverted Classroom, dass man sagt, wir produzieren so einen MOOC, aber stellen das nicht nur für die weite Welt ins Netz, sondern wir nutzen das auch lokal und sagen unseren Studentinnen und Studenten, ihr macht dieses MOOC und parallel begleiten wir euch an der Hochschule. Dankeschön.